hast du gerade noch mal entdeckt? Jemand hat mein Essen angeknabbert. Hier ist Sportlerschall. Genau. Zeig mal bitte. Ich gucke immer nach unten, damit nichts zwischen unsere Beine läuft. Krass. Da. Und das da, das sieht aus wie Kot. Also ich vermute, das ist Mausekot. Ich hoffe mal nicht, dass Rattenkot ist. Und da hinten ist ein Loch. Und ich vermute, dass sie da irgendwie reingekommen ist. Interessanterweise haben wir hier bei uns im Keller, wie soll ich sagen, noch so eine Extrakammer. Die benutzt unser Vermieter und hat da Dinge reingetan. Aber ich vermute, dass da irgendwie ein Loch ist und im Holz und deshalb die Maus halt da reingekommen ist. Das ist das, was ich meine. Das ist halt so offen. Jetzt müssen wir einen Kammerjäger holen. Wow! Das sind amerikanische Häuser. Ich war das Wochenende nicht da und da hat der JJ und das Knöpfchen haben Mausefallen gekauft. Und wir haben ja seit ungefähr einer Woche haben wir festgestellt, dass wir eine Maus im Haus haben. Und nach langer Recherche haben wir uns dagegen entschieden, einen Kammerjäger zu rufen, weil die Kammerjäger das Tier umbringen würden. Und das wollten wir nicht. Also wir wollten die Maus raussetzen. Und dann war der JJ mit dem Knöpfchen in Home Depot. Also die haben Heimwerkersachen. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten, die Mäuse umzubringen. Mit Mause, klassischen Mausefallen, wie man das kennt. Wir bräuchten eine Katze, wäre natürlich perfekt. Allerdings ist der JJ allergisch gegen Katzen. Und zwar sind das Hochfrequenztöne, die wir gar nicht hören. Die hören auch keine Katzen und Hunde hören die auch nicht, sondern das hören nur Mäuse. Und die haben auch ein Licht drin, die müssen in die Steckdose gesteckt werden und das sieht aus wie Nachtlicht. Das ist so ein Exemplar.